So, Freunde, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt auch dieses Mal direkt vor diesem Lager abgespeichert. Nicht, dass wir durch irgendwelches Sliden von unten am Baumstamm dann wieder sterben und ich dann den ganzen Weg nochmal laufen muss. Das wäre ja sehr fatal. Deswegen habe ich das gleich mal so auf diese vorsichtige Art und Weise gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Korkalom, wo bist du? Und alle, ja. Da oh sind ja, wir ja, gesprungen und hier auch nochmal und war doch klar, zack, das ist die Doppelleiter und auf nach oben. Jetzt steigen wir gleich die Karriereleiter nach oben. Ach, wäre das immer so leicht. La 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 la. So. Gut, Korkaloms Leibwache. Was willst du? Ich habe Crawlerzangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Schöne Sache. Gut. Und hier. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Eine Waffe. Mana, Trank, Erz, Heilmittel, eine Waffe, Rune. Waffe. Eine Waffe. Möge diese Waffe deine Feinde niederstrecken. Wenn du meinst. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen. Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Koristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Talas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Gut. Wo finde ich Talas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Wer hat den Almanach gestohlen? Talas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Oh. Du wirst angemessen entlohnt werden. Okay. Wir haben das Buch bereits, und zwar, weil wir die schwarzen Goblins da fertig gemacht haben. Der Schläfer dich erleuchten. So. Ja. Gucken wir mal. Was hat dann uns jetzt an der Waffe gegeben? Hat uns überhaupt was gegeben? Das muss ja was richtig Tolles gewesen sein. Steinbrecher, Morgenstern, Axt. Herrscherstab, Blutfliegenstachel. Stachel, Streitkolben, leichtes Garschwert. Verwitterte Axt. Ich glaube, das ist nichts Besonderes, was der uns gegeben hat. Armbrust, Langbogen. Feldbogen. Knochenbogen. Ja, ja. Dafür haben wir nicht genug Kraft. Geschicklichkeit. Das wurmt mich jetzt ein wenig, dass wir uns irgendeine Kackwaffe aufschwatzen lassen haben. Naja, okay. Ist jetzt auch nicht so tragisch.
Wir können uns ja mal den kleinen Jungen angucken, der hier seine der unsere Hilfe bräuchte. Lass dich doch kommen. Vize Novize. Ich höre nicht mehr auf das Gewase. Besser. Talas. Wenn du meinst. Du kleiner Schlingel, komm her. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, das ist ebenso. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Muss aber was dran sein. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Das ganz anders gelaufen. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich. Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Gut, jetzt haben wir noch uns 50 Erz dafür geholt, dass wir Korkalom nicht gleich das Buch gegeben haben. So, jetzt haben wir das Buch, das haben wir ja leider schon auf Tasche, sonst könnten wir nochmal mit dem da hingehen und uns davon überraschen lassen. Oh, Hilfe! Wo sind die ganzen Goblins hin? Ja, das ist jetzt nicht so toll, dass wir jetzt doch schon alles getötet haben. Naja, okay. Gehen wir jetzt zu Korkalom und sagen einfach mal... Was willst du? Dass wir den Almanach haben. Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Oh, jetzt geht's los hier. Komme bei Nacht. Was, du kannst klettern? Ich habe dich noch nie hier mit deinem komischen Gewand überhaupt irgendwo hingehen sehen. So, was hat der Schmied hier noch anzubieten? Solange ich damit nichts zu tun habe. Ich will mit dir handeln. Gut. So, der hat leider nichts Neues. Traurig, aber wahr. Okay. Man muss eben auf. Gut. Suchen uns hier mal ein kleines Lagerchen, wo wir mal uns ein Bett ausbauen können. Da sagen wir nämlich mit dem Bett, ey Mann, wir wollen bloß bis Nacht schlafen hat da. So, bis zum nächsten Abend. Du hast bist ausgeruht, ja okay. So. Oh, jetzt ist hier so düster. Oh Mann, Sekte pur. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Thank you.
Meister, was ist passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Kapitel 3. Aha. Artefakt von uralter Macht. Super. Gut, jetzt frage ich mich, ist Iberian tot? Ich glaube nicht, oder? Gleich mal gucken. Kann man ihn looten? Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. 100 Erz, ey. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Oh, nicht so, wir sind so ein Schutzring. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemanden, der dich unterweist. Ich glaube kaum. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Okay. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Ah, der Drops ist mittlerweile gelutscht. Okay, wo ist der Orkfriedhof? Den wissen wir. Und hier Korkalon. Was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Machen wir mal eine Spruchrolle. Gib mir die Spruchrollen. Setze diese Zauber hier mit Bedacht ein. Ich fand das ein bisschen dreist, dass wir da sein bester, sein ABBF ist da fast verreckt und wir gehen dann neben den Leichnam hin und sagen, wie sieht's aus mit unserer Belohnung? Okay. Orkfriedhof, die große Sache der Bruderschaft, na gut. Hast du aufgeraucht? Gut, das interessiert uns jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt mittlerweile im dritten Kapitel und ich springe jetzt... Ah nein. Ich springe da jetzt aber doch nicht mehr. Ich möchte jetzt bloß noch da in diese Hütte von